Und damit welcome back zu Fußball Manager 13, unserer Karriere mit Hertha BSC. Und was soll ich sagen, Wunder geschehen immer wieder. Und so habe ich endlich wieder Zeit, den Fußball Manager 13 aufzunehmen. Das letzte Mal war am 15.03., wenn ich das jetzt hier richtig in Erinnerung hatte. Speichern unter 15.03., jawohl. Alter Schwede, ist das lange her. Heute ist der, oh Gott, ist aber knapp einen Monat her. Heute ist der 12. April. Junge, Junge. Ja, wie gesagt, ich hatte echt keine Zeit, da irgendwie gerade den Fußballmanager so 0815-mäßig reinzuschieben. Er hat reinschieben gesagt, ha! Und einfach sowas hinklatschen wollte ich nicht. Das ist nicht meine Art. Und von daher nun endlich wieder ein bisschen Fußballmanager 13, auch nur weil Osterferien sind und die Saison meiner Kleinen ja pausiert und deswegen ich wieder ein paar Minuten Luft zum Atmen habe. Gab ja eh wenig zu sehen auf meinem Kanal, außer FIFA kam ja jetzt gar nichts mehr. Star Bound ist ja auch pausiert worden, zwangsmäßig und... Ja, jetzt muss ich sehen, dass ich da langsam wieder ein bisschen in die Gänge komme. Wir sehen hier, wir haben noch enorm viel Transferbudget. Ich habe hier echt ewig nichts gemacht. Ich weiß gar nichts mehr. Ich sehe nur oben unser Spiel gegen Dortmund. Und wenn ich ganz links oben auf die Tabelle gucke, sehe ich, dass wir hinter Dortmund sind und das Spiel eigentlich gewinnen müssen, wenn wir noch realistische Chancen haben wollen, irgendwie Meister zu werden. Ich weiß gar nicht... Dadurch, dass das jetzt einen Monat her ist, ob das unser Ziel war oder ob es nicht unser Ziel war, was ich da selber an mich formuliert hatte, keine Ahnung. Was war denn hier das Richtige? Hertha? 18, Torwart. Ich will hier gerade Spieler suchen, deren Verträge auslaufen. So viel ich gesehen habe, haben wir ja Februar. Und sortieren wir mal nach Position und gucken mal. Ossede und Kirchhoff sind zum Beispiel interessante Typen, aber die sind beide nicht verfügbar. Warum? Nach kurzem Gescheite, okay. Nach kurzem gescheitert. Also haben wir scheinbar beide probiert schon mal zu holen. Das ist interessant. Wen haben wir hier? Meinert, Rani Kedira könnte einer sein, den wir holen müssen. Zumindest erstmal für die zweite Mannschaft. Machen wir auf jeden Fall einen Nationalspieler. Das sollte man hinkriegen. Hat sein Bruder ja auch geschafft. 100.000. Wir kleckern hier natürlich nicht mit Geld. Doch, wir wollen mit Geld kleckern, so rum. Internationaler Wettbewerb sollte man eigentlich immer schaffen hier im Fußballmanager 13. Ich hoffe es jedenfalls, dass ich nicht ganz so weit raus bin. Ja, erstes Länderspiel, kommen da jedem mal dem hier ein bisschen Kohle. Nee, machen wir nicht. Glaube ich, hatte ich vorher auch nicht. 25.000. 1.000. Ja, im Hintergrund laufen immer noch die Alkis, Circle of Alchemists. Ich wollte erst einen anderen Artisten einfügen, aber ganz ehrlich, mit den Alchemisten gab es jetzt keine Probleme von der GEMA und so weiter und dann bleibe ich da einfach dabei, anstatt Risiko einzugehen. Hier machen wir auch ein Netzwerkspiel draus. Ja, das Gehen kennt er ja von mir mittlerweile. Das gehört zum Let's Play dazu. Was ist denn los? Mein Hals gerade so ein bisschen verstopfelt. Gleich direkt nochmal ein Schlückchen trinken. Ah, ist das schön, wieder hier im Fußballmanager 13 zurück zu sein. Irgendwie ist es schön, ja. Hat einem dann doch so gefehlt, das Herzstück des Kanals eigentlich. War es ja mal. Damit hat alles angefangen quasi. Und hat gehört einfach dazu. So. Heuberg.
Koop. Nehmen wir auch mal dazu. Einfach alles dazu nehmen hier. Der wird aber eher bei mir als Verteidiger eingeplant. Nationalspieler weiß ich nicht. Dann haben wir mal langsam ans Team herangeführt. 500.000. 3 Jahre. Ja, okay, 2 Jahre. Sonst müssen wir ja so viel bezahlen. Das wollen wir nicht. Wir Sparfüchschens. Hier 100.000. Und hier 2,5. Wenn ich alle Transfers hier durch habe für den Sommer, dann gehe ich auch mal ein Schlückchen trinken. Dass ihr schon mal Bescheid wisst. Wir machen natürlich erstmal immer nur das Angebot gerade so, dass man es annehmen könnte. Werden wahrscheinlich erstmal alle zu wenig sein. Der ist ein Dribbler. Ist für rechts außen eigentlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, mit welchem System wir momentan spielen. Aber ich kaufe mir jetzt mal alle rein. Denn wir brauchen auf jeden Fall einen breiten Kader. Ich weiß gar nicht, wie der aktuell breit ist, aber man braucht einen breiten Kader. Und sind ja, die meisten waren hier deutsche Spieler, deutsche Nachwuchsspieler und das ist immer gut. Ein bisschen die eigene Nationalmannschaft fördern, ne? Wir wollen aber alle ganz schön viel Geld, ey. Junge, Junge. Pilas ist zu alt. Gnabry könnten wir uns auf jeden Fall mal holen. Nächste junge Deutsche und der hat auf jeden Fall Talent ohne Ende. Da sollte das auf jeden Fall machbar sein. Zack. Abstieg, kein internationaler Wettbewerb. 2 Jahre. 10%. 50.000. Ach. Und hier 2.000. Können wir sogar noch ein bisschen runter im Gehalt. Auf die 350 gehen. Zack. So, ansonsten haben wir hier nichts mehr. Nee, nee. Gut, New Center ist nix. Hier passen wir gerade mal die Werte an, falls noch nicht geschehen, aber scheint gemacht worden zu sein. Da warten wir bis zum Wochenende und dann gucken wir gerade mal unsere Mannschaft an. Wir sehen ja hier unten schon in der zweiten Mannschaft Mukhtar. Ist überragend. Oskar, Janusai, Pruks natürlich noch. Mit dem wir auch den Vertrag verlängern wollen. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Muss auf jeden Fall Oskar für rein. Überragend, der Typ. Hat leider bei Chelsea nicht so oft gespielt, scheint mir. Wir haben scheinbar ordentlich Geld in die Hand genommen. Teuerster Spieler Dani Da Costa. Habe ich den jetzt hier eben gesehen? Das ist der Nachteil, dass es so lang her ist. Ich weiß echt gar nichts mehr. Hier mal auf 750.000 hoch. Auf 450.000 hoch. Immerhin 100.000er Schritten. Stadion, zweite Mannschaft. Habe ich ernsthaft das Stadion? Ach ja, weil, ist ja klar, die spielen dritte Liga. Aber trotzdem hätte ich gerne mal hier den Fitnessparcours ausgebaut. Können wir nicht, okay. Das ist natürlich bitter. Schulungszentrum aber.
So, Rani Kedira kommt ablösefrei, Heuberg kommt ablösefrei, Korb, Brooks verlängert seinen Vertrag und Gnabry und Eisfeld kommen auch ablösefrei. Das ist wunderbar. Die anderen probieren wir später nochmal. Hier die beiden Verteidiger. Wir sehen es hier, sehr schön. Vor allen Dingen hier rechts außen haben wir defensives Mittelfeld, zwei Stück rechter Verteidiger. Das passt soweit. Würde ich sagen, gehen wir auch direkt weiter. Wir wollen auf jeden Fall zum Dortmund-Spiel. Gleich ist auch die Bundesliga. 14.20 Uhr haben wir es aktuell. Die zweite Liga läuft. Talentproof bleibt. 124 Ligaspiele. Erzielte 2 Tore. Jo. Ein wichtiger Mann für unsere Pläne, die wir haben. Jetzt dürften wir es... Ne, jetzt können wir es immer noch nicht aufbauen. Ja, lecke mich fett. So. Dann nochmal hier unten rein. Und zack. Golf spielen. Sind schon bei Handicap 6, also das ist ganz überragend. Kontostand sieht auch gut aus. Tabellenstand 2. so und so. Gut, Dortmund ist jetzt ein paar Pünktchen weg, werden wohl auch Favorit sein gegen uns. Weiß ich nicht, wie halt vorher stand. Wie gesagt, ob ich da jetzt gewinnen wollte gegen Dortmund oder ob ich den ersten Platz schon abgeschrieben habe, ich weiß es nicht. Aha, Borussia. 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 Das Hinspiel haben wir 3:1 verloren. Das heißt, ja, klare Zeichen eigentlich. Savic raus, dafür kommt der eben verlängerte Brooks in die Elf. Tauscht mit Boyata die Positionen und Süle rückt nach für Savic. So, 76, der kann noch nicht rein. 73 deutlich schwächer, Januzaj ist auf rechts außen richtig gut dabei, aber ich will den endlich mal auf links außen drillen, aber das dauert ewig. De Bruyne, Ezequiel mit einer 77, kämpft mit Lasogga um den Platz. Flachodimus im Tor, Otschipka und Dani da Costa. Okay, da haben wir den doch in der Elf. Hier können wir keine neuen nehmen. Hier gucken wir nochmal, müssen jetzt vermehrt auf Jugendscouts gehen. Die Bolzblitze stiften hier. Geld haben wir ja ohne Ende noch bis zum Saisonabschluss hier. So was müssen wir machen. Beobachten können wir nicht, da wir keine Scouts haben. Aber da müssen wir so ein bisschen drauf gehen, damit auch in der Jugend was nachkommt. Weil unsere Jugendarbeit ist nicht so überragend, habe ich gesehen. Da gucken wir auch gleich nochmal rein. sagen wir erstmal, du musst dich bei Flanken verbessern. Der ist also neu gekommen von Hoffenheim. Das erklärt, warum er da so schwach ist. Du musst körperlich stärker werden. Du machst erstmal deinen schwachen Fuß. Na, ich hätte ihm sagen sollen, der soll stärker werden. Schwacher Fuß kann danach immer noch. Sanka ist auch neu, okay. Ja, man merkt voll, dass ich total raus bin. Ich weiß noch nicht mal, welche Spieler neu waren und wer schon eine Weile da war. Ist natürlich überragend. Kadu. Kadu. José Rodriguez, Kramer, Januzaj. Boyata. Januzaj, Savic, Brooks. Mit wem hat der denn Stress? Okay. De Bruyne sah man einfach mal sehr verbessert, obwohl es ja nicht stimmt eigentlich. Flachodimus. Auch mal den hier. Andrade.
Gib im Training mal alles, Junge, wenn du in die Startelf willst. So, dann haben wir mit allen geredet. Musa verbessert seinen Abschluss. Ist jetzt bei 81 der Torrieche. Das haben wir gesehen. So, zweite Mannschaft. Da haben wir so Leute, vielversprechende Talente drin, wie Stendera, Kittel, Gerhard, Özinali, Grimaldo, Batshuayi, den ich im FIFA 14 Offscreen-Dings wirklich, das ist ein Tier. Tassi, Arnold, Bakkali, Sama, also offensiv ist hier wirklich die Creme de la Creme am Start. Da haben wir uns richtig gut was aufgebaut. Kann man mit zufrieden sein. Wo es nur hakt, ist dann hier in der Jugend der Torwart, der Innenverteidiger spielt, warum auch immer. Ja, das ist das einzigste Talent, so auf das man aufbauen kann. Die anderen sind alle viel zu schwach von den Talenten her. Hier haben wir auch nur zwei Leute drin. Das ist halt, um meinen Zielen der Jugend gerecht zu werden, deutlich zu wenig. Das finde ich so nicht gut. So, wir gucken natürlich hier nochmal rein, ob wir jetzt mit den beiden schon reden können, die wir haben wollen. Scheint aber nicht so. Neuer ist auch nicht dazu gekommen, also nicht der Manuel Neuer, sondern ein neuer Spieler. Der Neuer ist nämlich eh zu alt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein in die Partie gegen Dortmund. Weiß gar nicht, wie lange der Part jetzt ist, weil die Stoppuhr lasse ich eh nicht mitlaufen. Dumbia, Deckmama, der hat, haben wir eben gelesen, im Hinspiel zwei Tore gemacht. Normal würde ich den Reus decken. Aber ich hoffe, im offensiven Mittelfeld ist er nicht ganz so stark. So, wir werden ihnen das Leben schwer machen. Das darf man ja wohl erhoffen. Sehr überraschend, dass wir Zweiter sind. Ich glaube, das hätte uns vor der Saison keiner zugetraut. Dortmund macht das Spiel. Ja, wir versuchen jetzt vereinzelt zu kontern, aber die besseren Chancen hatte Borussia Dortmund. Noch so eine Halbzeit und wir können stolz sein, weil nach dem 3-1 im Hinspiel ist das hier richtig, richtig gut. Solange hinten die 0 steht, ist eh alles gut. Vorne sind wir irgendwie immer für ein Tor gut, glaube ich. Da massieren wir mal ein bisschen und dann gucken wir mal Lasogga raus. Giuliano, Janusai gebe ich mal die Chance und De Bruyne. So, Dortmund immer noch direkt auch aus der Halbzeit mit guten Chancen. Dortmund wechselt auch. Dumbia macht das 1:0 für Dortmund. Wir haben jetzt nochmal eine Riesenchance gehabt, haben sie ausgelassen. Großkreuz 2-0, 3-0. Zum Schluss ging es dann doch etwas in die Höhe, ist aber glaube ich wohl ein verdienter Sieg. Wir gucken mal rein in die Stimmen. Wir spielen Fußball und das ist für einen Fußballer das Schönste, wenn er in einer Mannschaft spielt, in der auch Fußball gespielt wird. Und nicht nur der Ball weit nach vorne geschlagen. Bruno Godou, kenne ich nicht. Ich brauche die Spielstatistik. Sie weiß, was ich sage. Es war ein verdienter Sieg des eventuell späteren Meisters. Godot ist scheinbar ein Spieler. Was hat der denn? Ja, nehme ich auch mal an, dass Dortmund Meister werden sollte. Die sind jetzt 7 Punkte vor den Bayern. Wir müssen sehen, wenn wir Zweiter werden, ist das immer noch top. Aber müssen wir auch erstmal zu an den Bayern, an Leverkusen und an Schalke vorbei. Die haben alle finanziell gefestigtere Mannschaften als wir und ja, deswegen einfach international bleiben, wenn es am Ende die Champions League wird und nur Platz 4 in Anführungszeichen ist das auch okay. Die Ergebnisse Stuttgart, also ich habe jetzt überlegt, ich gehe da ein bisschen mehr drauf ein und spiele nicht nur mein Spiel runter, denn die anderen Vereine interessieren euch vielleicht auch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das so okay ist oder ob ich wieder weiter einfach quasi durchrushen soll. Also Stuttgart unterliegt in Stuttgart gegen den HSV. Unsere Niederlage kennt er. Wolfsburg gewinnt 1:0 gegen Hannover im Derby. Frankfurt schlägt den Absteiger aus Köln. Gladbach und Schalke trennen sich unentschieden. Gut für uns. Augsburg unterliegt Bayern im Derby. Bremen siegt gegen Mainz.
Leverkusen, blamabel gegen Braunschweig 1-1, da kenne ich mich mit aus. Und Hoffenheim schlägt auch in einem kleinen Derby Freiburg mit 2-0. Richtig gute Spiele dabei, viele Derbys. So muss das sein. Als nächstes geht es für uns gegen Gladbach. Da müssen jetzt wieder Punkte her, wenn wir oben im Geschäft dabei bleiben wollen. Und das wollen wir ja. Da geht es direkt wieder Pünktchen nach unten. Sogar zwei Pünktchen nach unten. De Bruyne kommt gut zurecht und Rodriguez kommt gut zurecht. Was die beiden stärker macht, das ist sehr gut. Und wir gehen mal weiter bis zum Richtung nächsten Spiel. Natürlich wird die erste Partie ein kleines Stückchen länger. Brooks verzichtet auf Gespräch, das ist natürlich immer überragend. Ich verstehe nicht, warum unsere Jugend die stärkste ist. Also stärkemäßig sind wir scheinbar gut unterwegs, aber talentmäßig halt nicht und das müssen wir ändern. Ich schenke mir auch nochmal ein Wässerchen nach. Ah, ja, der Wässerchen. Das braune Wässerchen. Kennt ihr hier, ne? Braune Wässerchen? Braun-Orange, quasi so ein Mix. Will ja hier kein Produktplacement machen. Unsere Nationalspieler, Boyata mit der fünften Einsatz für Belgien, Savic mit dem 35. Einsatz und Sanka mit dem 17. Einsatz für Dänemark, wurde nur eingewechselt. Savic hat gelb bekommen und Boyata hat auch 90 Minuten gespielt. Ja. Ich denke mal, dann hat Brooks wohl mit Sankar Probleme. Würde ich jetzt mal tippen, wenn der neu gekommen ist. Ah, Mann, die fühlen sich auch wie im Kindergarten. Das alte Problem. Ah, Jesus Maria. Komm schon, lad schneller. 2015. So, und mit diesem Bildchen hier würde ich sagen, verabschieden wir uns für diesen Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich guck mal, ob ich für den FM13 auch noch einen schönen Endscreen bastel. Ich habe momentan noch keinen. Aber lasst euch mal überraschen. Ich guck mal, wie die Zeit reicht. Erstmal jetzt aufnehmen und dann schauen wir später. Wenn nicht, seid nicht allzu traurig, dann sage ich hier schon mal Tschüss. Wenn nicht, sehen wir uns dann halt. Also wenn nicht, würde ich noch öfters sagen, dann klingt das professionell. Falls ich den nicht schaffe, Tschüss. Und wenn ich es doch schaffe, den zu basteln, dann sehen wir uns gleich nochmal. Also haut rein. Ja, wie am Anfang erwähnt, Wunder gibt es immer wieder, auch hier in unserem Let's Play, auf unserem Let's Play Channel. Und was soll ich sagen, der Fußballmanager, unser Urspiel des Kanals ist wieder zurück. Endlich wieder Zeit zum Fußballmanager zocken. Ja, gut, dass war der Anfang war jetzt ein bisschen bescheiden. Kein Sieg, aber was soll's. Wir wollen das besser machen im nächsten Part. Ich zähle auf euch. Bis dann. Ciao.